Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 21 Karrieremodus mit dem 1. FC Union Berlin. Es geht weiter im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt und erstmals Dezember ist angebrochen, es fällt der erste Schnee in Deutschland. Wir spielen gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal, oh Mann. Ja, aber so mal den Turnierbaum. Es ist also tatsächlich das Achtelfinale. Und schönes kleines Feature, wenn Schnee fällt, dann sind die Linien rot. Sehr schön. Das finde ich sehr realistisch. Leider der Ball nicht. Das hätte jetzt auch noch gepasst, wenn der Ball rot gewesen wäre. Das sieht man natürlich viel besser. Frankfurt in Weiß, das wird auch sehr schwer werden. Wir sehen es, die Spieler haben erstmals langärmige Trikots an. Und Trainer Hansa Fan steht auch im Trikot am Spielfeld dran. Auch das eines der neuen Bugs, die es seit dem letzten Update gibt, leider. Letztes Mal haben wir es noch nicht gesehen, heute ist es erstmal zu sehen. Und heute, wir werden es gleich sehen in der Aufstellung, ein bisschen verändert, aber glaube ich weniger, also nicht minder gut als die sonstige Startformation. Wie ihr sicherlich wisst und mitbekommen habt, die Pokalspiele, die spielen wir allesamt selbst. Das ist immer so ein kleines Highlight, vor allem mit dieser Pokalmusik, die ich jetzt leider überlabert habe. Aber okay, wir sehen es hier nochmal aufgelistet. Nico Schlotterbeck in der Startformation als Rechtsverteidiger. Ich schmeiße ihn heute einfach ins kalte Wasser. Griesbeck für Hübner, der bekommt eine Pause. Marciewski ist klar. Bülter für Endo dabei. Poyan Palo darf von Beginn an stürmen. Ansonsten, ja, erstmals auf der Bank, wir haben es glaube ich gesehen. Christopher Trimmel, unser Kapitän, ist zurück. Ryerson bekommt heute also eine komplette Pause. Hübner, ja, als Ersatz, als Innenverteidiger oder Sechser, kann beides ja spielen mittlerweile, wir wissen es. Und die Frankfurter, ja, mit einer richtig guten Elf, Silva und Dost da vorne, dahinter Kamada, das wird äußerst gefährlich. Wir gehen rein ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Eventuell bekommen wir das Spiel Berlin, wir fahren nach Berlin, ins ungeliebte Olympiastadion. Auch das wird Union füllen, glaube ich. Da haben wir Schlotterbeck, wie gesagt, wird im Pokal mal ins kalte Wasser geschmissen und spielt hier gleich mal durch auf Marciewski, dem Shootingstar momentan. Machte zuletzt ja sein erstes Tor beim 3-2-Sieg. So, Schlotterbeck kann mal seine Flankenkünste beweisen. Abgeblockt von Philipp Kostic auf Frankfurter Seite. Kruse hat sich nach außen fallen lassen. Das ist Griesbeck. Abraham Grätscher dazwischen. Kruse bleibt am Ball. Gentner kommt nicht durch zu Griesbeck. So, da ist Schlotterbeck. Spielt durch zu Marciewski. Marciewski! Ja, na, warum denn nicht? Er muss es probieren aus der Position, dass er dann so verzieht. Sei ihm verziehen. Für Schlotterbeck ist es Spielpraxis. Da war Freiburg schon ein bisschen unzufrieden. Bald mit der Laie. Eventuell muss er eben dann umfunktioniert werden. Gut geblockt der Ball. Aber Frankfurt bleibt im Ballbesitz. Rechts raus zu Timothy Chandler. Chandler mit der Flanke. Da ist Friedrich Rode. Bekommt den Kopfball ab. Und weiter Druck von Frankfurt. Kamada! Karius! Bekam heute doch den Vorzug vor Lute. Einfach weil man dann doch nicht zu viel verändern wollte. Und klasse Tat von Loris Karius hier. Chandler mit der Ecke. Oh, Karius muss da eigentlich hin. Jetzt kommt Friedrich. Oh, schlechter Ball. Kamada fängt ab. Kostic vorbei an Friedrich. Schlotterbeck kommt, Kostic dreht sich. Jetzt hat Schlotterbeck den Ball gewonnen, sehr gut. Marciewski zu Griesbeck. Und der findet tatsächlich Max Kruse. Da kann man ein bisschen gehen. Kruse, Hinteregger, resolut, wie man ihn kennt. Frankfurter übrigens unsere Ex-Mannschaft. Wir spielten ja in FIFA 20 eine Karriere mit denen. Leider nicht bis zum Ende. Mit Union dieses Jahr soll natürlich alles anders werden. Als nächstes geht es in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln.
Das ist eigentlich ein Ding, was man gewinnen muss. Wieder daheim. Kruse. Hat sich mal Platz verschafft da. Kruse. Zu Poyampalo, wieder Hinteregger da. Gentner fängt gut ab. Auch er erzielte das Siegtor zuletzt in Leverkusen. Abraham, klasse gegen Maciejewski. Was Dorst, abgefangen von Griesbeck. Klasse von Griesbeck. Kruse verarbeitet das Ding. Poyampalo sucht Maciejewski. Dominik Kohr ist gut dazwischen gegrätscht. Chandler hat da ein bisschen einfaches Spiel. Kann die Außen mal lang marschieren. Rode zu Bastos. Bastos! Karius erneut zur Stelle. Ja, da ein bisschen viel Platz, der gute Holländer. Muss Friedrich hin. Ecke von Chandler. Gentner ist da. Schlotterbeck kann klären. Und Union bleibt diesmal auch im Ballbesitz. Kruse findet da Poyampalo. Touré setzt sich aber gut durch im Zweikampf. Union bleibt aber im Ballbesitz, denn Chandler hat ihn nicht bekommen können. Union versucht hier aufzubauen bei dem Geläuf. Seifig der Platz. Schlotterbeck gut gelöst. Kruse zu Griesbeck. Griesbeck zu Poyampalo. Poyampalo! 1-0 Union! Klasse Pass von Griesbeck. Poyampalo setzt sich diesmal durch. Gegen Touré war es, glaube ich, hinten. Der da zu viel Abstand lässt. Und Poyampalo macht wieder Eigenwerbung im Duell mit Taibo Awoniyi. Und Trapp kann sich fassen. Ja, Frankfurt war bislang die bessere Mannschaft. Union macht das gut. Und Union macht einen ersten Schritt Richtung Viertelfinale. Chandler. Und da arbeitet Poyampalo mit. Chandler, eine Antäuschung reicht aus. Doppelpass mit Rode. Jetzt ist er den Ball aber los. Lenz hat ihn. Gentner hat die Übersicht für Bülter. Der kann nur das Tempo nicht richtig mitnehmen, weil der Ball ein bisschen zu kurz gespielt war. Bülter zieht in die Mitte. Griesbeck. Ah, Schlotterbeck zu weit aufgerückt. Maciejewski. Kostic findet André Silva. Mit der Hacke. Schlotterbeck gut gelöst. Kruse. Klasse. Ah, Poyampalo ist zu langsam. Kommt da ja gar nicht voran. Da ist Hinteregger sogar schneller. Selig kann man jetzt sagen, klar, Kruse kann ihn auch Schäfer spielen. Aber ja, das war die Möglichkeit. Halbzeit in der Alten Försterei. 1-0 Führung für Union im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt. Torschütze er hier, Joel Poyampalo. Weiter geht's mit Halbzeit 2. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Frankfurt ist jetzt natürlich darauf bedacht, frühen Auswärts zu erzielen, aber Sonnenball von Hinteregger ist kein Problem für Griesbeck. Und da bauen wir nochmal ganz ruhig von hinten auf mit Loris Karius. Ah, dauert jetzt langsam zu lange da. Aber Lenz hat ihn. Kruse sauber vom Ball getrennt von Kamada. Aber Union, Frankfurt kann das Tempo nicht halten und so kommt Union wieder in Ballbesitz, weil sie sich wieder ordnen. Gentner! Ja, umwegen kommt er doch zum Mitspieler. In dem Fall ist es Poyampalo. Kruse. Ja, Gentner zeigt an. Das Tempo hat ein Christian Gentner natürlich nicht mehr. Zweifacher deutscher Meister mit Stuttgart und
Wolfsburg. Ja, Union fightet um jeden Ball. Was wieder Griesbeck. Palo, dauert zu lange die Verarbeitung. Hat ihn jetzt aber nicht wieder. Ja, das natürlich, da hat Avonir natürlich den Vorteil. Der ist einfach schneller als ein Palo. Waren ja schon ein paar Situationen, wo der Finne nicht wirklich aus dem Tritt kam. Chandler, klasse von Friedrich. Räumt Chandler da rigoros ab, spielt aber klar den Ball und jetzt der Wechsel bei Frankfurt. So, Gibril So im Spiel für Sebastian Rode. Ah, Lenz ins Leere, Kamada, Silva! Gibt Abstoß. So, Karius jetzt mal mit einem langen Abstoß auf Palo. Der verlängert auch, aber kommt nicht bei Kruse an. Kamada technisch sehenswert. So, dann aber auf die Brust von Kruse. Ah, da ist der Arm draußen gewesen. Schlotterbeck ist ein bisschen müde, ja. Rechtsposition ist nicht ganz seins. Jetzt kommt auf jeden Fall Ache für Dost ins Spiel. Frischer Stürmer. Der wahrscheinlich auch ein bisschen Tempo mitbringen soll da vorne. Wie gesagt, Trimmel haben wir noch auf der Bank. Also Itami ist ein Rechtsverteidiger natürlich, unser Kapitän. Aber Schlotterbeck wollen wir mal nicht zu früh runternehmen. Soll sich noch ruhig auspowern. So. Friedrich dazwischen. Und es gibt sogar Freistoß. War dem Schiedsrichter dann doch zu hartes Einsteigen gegen So, glaube ich, war's. Karte lässt er aber stecken. Friedrich wird gleich aufgemuntert von Griesbeck. Und dann, ja, war es wohl doch ein bisschen zu viel. Gute Position, Philipp Kostic. Kostic! Nicht schlecht gemacht, aber eben nicht perfekt. Gerade Anlauf. Ah, der war dann doch weit drüber. Sah aus der ersten Perspektive gar nicht so schlecht aus. Ah, Bülter sieht da heute irgendwie keinen Stich auf links. Da ist Ache, der neue Mann. Lenz dazwischen. Ache bleibt am Ball. Schindler. Und dann steht Ach im Abseits. Jawohl. Dann war es Abseits und jetzt der Wechsel. Endo für Bülter. Eben gerade angesprochen. Bülter war da doch gar nicht gut drauf auf seiner linken Seite. Und Younes bei Frankfurt im Spiel. Oh, da ist Endo. Bleibt am Ball. Nee, So setzt gut nach. Oh, 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 Endo fühlt sich gleich nicht gut ein. Ache. So. Silva. Licht nochmal raus zu Chandler, der Platz. Chandler. Klasse von Robin Knoche. Und wieder Endo. Ja, diesmal trennt er sich frühzeitig vom Ball. Gentner hat erstmal Platz im Mittelfeld. Bojan Palo. Diesmal ist er durch. Bojan Palo. 2-0. Joel Bojan Palo. Der Finne sticht wieder zu. Doppelpack gestört wieder im Pokal. Und da hat die Frankfurter Abwehr einfach geschlafen. Und dann nimmt er einfach mal alles Tempo, was er hat. Und wieder mit links ins lange Eck. Wieder ist Trapp chancenlos. Vorhin noch seine Geschwindigkeitsdefizite angesprochen. Hier zieht er mal durch. Und Hansa-Fan umgezogen auf der Bank freut sich natürlich. Joel Poyampalo ist bereits sein drittes Tor im Pokal. Im zweiten Spiel. Und das müsste doch erst der Deckel sein. Frankfurt macht zu wenig aus dem Ballbesitz, den sie kreieren hier. Setzen gut nach, spielen die Angriffe aber zu schlecht zu Ende.
Und dann wird es endlich mal was mit dem zweiten Heimsieg. Wenn auch nicht in der Bundesliga. Ache. Gegen Knoche. Oh, das macht er stark. Robin Knoche abgeklärt. Also die Abwehr hinten ist mittlerweile echt ein Brett zwischen Knoche und Friedrich. Zumindest was das Selbstspiel angeht. In der Simulation kassieren wir ja meistens ganz schön. Jetzt vielleicht nochmal Frankfurt über So. Licht ab zu Ache. Durch zu So. Griesbeck dazwischen. Nochmal Chor. Nochmal André Silva und Karius. Silva dreht sich gut, schließt ab. Aber Karius ist natürlich da am Eck. Und jetzt der Doppelwechsel bei Union. Unser Kapitän kehrt zurück in der Schlussphase. Für Nico Schlotterbeck, gut eingeführt auf rechts. Trimmel zurück im Spiel und vorne drin jetzt Ingwatzen für Doppeltorschütze Poyampalo. Da war Trimmel gleich mal zur Stelle mit dem Kopf. Und jetzt Kruse. Nimmt Ingwatzen mit. Der Däne. Hat natürlich alle Zeit der Welt. Wird auch nicht richtig attackiert. Und wird gelegt. Also da stellt sich Touré ja mal wirklich selten dämlich an. Ingwatzen lässt sich Zeit, wird nicht attackiert von Touré und dann geht er da viel zu ungestüm rein. Keine Chance auf den Ball. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein klarer Elfmeter. Und so darf sich Max Kruse eventuell auch noch einreihen. In Wirklichkeit hat er noch keinen Elfmeter verschossen in der Bundesliga. Bei uns hat er letztens einen verschossen, ich weiß. Aber jetzt vielleicht kann er ihn nochmal machen. Nee, macht er auch. 3-0. Alles klar, Union steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Sicher rechts unten verwandelt, Trapp verladen. Und dann wird es am Ende deutlicher, als das Spiel eigentlich war. Aber wenn es läuft, dann läuft es einfach für Union. Das haben wir schon in Stuttgart zweimal erlebt. Gegen Freiburg, da lief es halt nicht über die kompletten 90 Minuten. Da muss man erst einen Rückstand hinterherlaufen. Aber wenn man die Chance hat, in Führung zu gehen, dann ist es. Dann ist unsere Mannschaft einfach ein Brett. Letzte Minute läuft. Endo nochmal über links. Endo Ache hilft ihm da. Flanke von Endo. Ah, kein Problem für Kevin Trapp. Oh, und Ingwatzen gehört sogar der Assist. Den Elfmeter holt er gut raus. Mit einer Ruhe, die er da hatte. Center nochmal für Frankfurt über rechts. Und das war's. 3-0 am Ende für Union Berlin. Aufgrund der Abgebrühtheit von Eisern Union ist es kein unverdienter Sieg. Wenn auch wahrscheinlich etwas zu deutlich, aber Frankfurt hat sich halt, hat es halt so angeboten. Vor allem beim 2-0 und beim 3-0 stellte man sich extrem blöd an. Beim 2-0 lässt man da einen ja doch relativ langsamen Poyampalo ziehen, ist da mal nicht dicht an ihm dran und so hat er halt den Raum, den er braucht dann, um abzuschließen. Und das letzte Tor dann war dann, ja, gut gemacht von Ingwatzen und auch dämlich von Touré im Frankfurter Abwehrverbund. Da muss er einfach nicht hingehen so. Also Ingwatzen hatte so gut wie keine Anspielstation, hätte nochmal hinten rumspielen müssen, wie im Handball so üblich. Das war gut. Wir im Hintergrund hier noch Paraden von Karius laufen, würde ich sagen, ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich unglaublich darüber freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ihr kennt's, lasst ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr absolut nichts mehr. Ja, nochmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.